Hallo, mein Name ist Sebastian Pruß. Ich bin bei Phoenix Contact im globalen Industriemanagement für Gebäudetechnik zuständig. Und heute sprechen wir über das Thema Treiber und generell die Kommunikation. Wir kennen das in unseren Gebäuden, wenn wir die erstellen, haben wir das in der Regel so, dass das Gebäude starr ist. Die Funktionen wurden umgesetzt und diese Funktion kann ich dann zur Laufzeit nicht mehr ändern. Das hat unterschiedliche Gründe. Erstmal ist nicht so viel oft digital. Das ist ein Grund. Aber der andere, viel größere Grund ist eigentlich, ich an vielen Stellen viele Gateways habe und diese Gateways machen mir das ganze System starr. Wenn ich zum Beispiel an einer Stelle einen neuen Datenpunkt reinbringe, muss ich den auch wieder hochbringen in die Steuerung, in die Leitwarte. Und dabei habe ich einfach das Problem, da müssen ganz viele Leute zusammenarbeiten. Das ist super aufwendig. Und das wird in der Praxis in der Regel nicht gemacht. Emalytics ist ja an sich Automation auch irgendwo. Aber diese Automation hat nicht den Schwerpunkt auf der Automation selbst. Klar, das macht es auch irgendwo. Emalytics hat den Schwerpunkt auf der Kommunikation. Und das macht den Unterschied. Das macht ein Gebäude, was lebt. Das macht ein System, was ich während der Laufzeit anpassen kann. Und das bringt mir ganz viele Vorteile. Das bringt mir für den Endanwender den Vorteil, der kann ein Gebäude haben, was zur Laufzeit auf seine Bedürfnisse angepasst wird. Und das habe ich klassisch einfach nicht. Und wie so ein lebendes Gebäude in der Praxis ausschaut oder was technisch dafür erforderlich ist, das schauen wir uns jetzt mal im System an. Und dafür wechsle ich jetzt hier mal in meine Software. Und erstmal habe ich hier in meinem Strukturbaum eine Steuerung. Und in der Steuerung unter dem Bereich Treiber habe ich hier einen Treiber, der mir die digitalen und analogen Eingänge integriert. Jetzt fragt man sich, warum wird genau das gezeigt? Weil es egal ist. Jeder Treiber hat dieselbe Struktur. Es macht keinen Unterschied, ob das jetzt ein neu moderner Treiber ist oder ein alter Treiber, weil jede Struktur gleich ist. Das bringt mir erstmal den Vorteil, wenn ich mit einem Treiber arbeiten kann, kann ich im Endeffekt mit allen Treibern arbeiten. Es gibt kleine Unterschiede. Zum Beispiel gibt es bei Modbus kein Auffinden von Datenpunkten. Da kann ich die nicht auslesen, sondern ich muss die händisch anlegen. Da wird zum Beispiel diese Funktion fehlen. Aber die Struktur selbst ist immer gleich. Das sehen wir zum Beispiel hier. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel unterschiedliche Klemmen angebunden. Eine zeigt mir jetzt gerade hier einen Fehlerfall. Da weiß ich, ich habe einfach meinen Busaufbau in der Zwischenzeit verändert und müsste die jetzt hier zum Beispiel wieder rauswerfen und mache hier nochmal ein neues Suchen in Klammern Discover und schaue jetzt, welche Scheiben dahinter überhaupt angebunden sind. Jetzt sehe ich hier, eine ist noch nicht angebunden. Die nehme ich einfach per Drag and Drop und ziehe die hier rein. Eine weitere Sache ist, diese ganzen externen Tools, die man normalerweise benutzt, die brauche ich nicht mehr in der Regel, weil ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal so einen Ping durchführen kann und egal bei welchem Treiber das jetzt wäre, würde ich dann halt jetzt eine Rückmeldung bekommen und gesagt bekommen, Kommunikation funktioniert. Das heißt, ich habe hier nur noch eine Eintooling-Strategie. Weiterhin ein Vorteil bei Emalytics ist, das Ganze basiert auf Hochsprache. Und jetzt erstmal die Frage, ja toll, was soll ich mit Hochsprache? Ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich bin auch kein Hochsprachenentwickler. Normalerweise werden alle benötigten Treiber vom System Emalytics mitgeliefert, weil das ist ja ein Lösungsansatz und da soll ja grob alles fertig sein. Aber es kann ja sein, dass man zum Beispiel mal eine ganz besondere Kundenanwendung umsetzen möchte. Und für den Fall muss ich vielleicht auch mal selber einen Treiber entwickeln. Passiert halt manchmal. Und für den Fall gibt es halt hier die Möglichkeit, ich gehe hier einfach auf Werkzeuge drauf und sage hier New Driver. Sage hier dann nur noch, ob das ein serieller oder ein TCP-Treiber ist. Und kriege dann schon diesen ganzen Grundstock vom Treiber mitgeliefert. Und könnte dann aus einem Hochsprachentreiber basierend auf Java diesen Treiber integrieren in mein Emalytics und müsste den quasi nur noch andocken. Das heißt, ich habe im Endeffekt hinter eine Grundlage von 3 Milliarden Endgeräten, die sprechen alle dieselbe Sprache wie das Emalytics-System. Und alle diese Treiber, die da irgendwo verfügbar sind, kann ich gucken, ob ich die andocken kann an mein System hier. Ist natürlich rein rechtlich zu prüfen, aber technisch erstmal möglich. Und das eröffnet mir eine ganz neue Welt der Kommunikation und eine ganz neue Welt der Offenheit. Jetzt habe ich natürlich am Anfang gesagt, die Treiber sehen alle irgendwie gleich aus von der Struktur. Und jetzt waren wir hier unten in der Steuerung. Interessant wird es doch auch, wie bin ich denn das Ganze jetzt oben in meiner MBE, in meiner Management- und Bedieneinrichtung ein. Und dafür wechseln wir doch jetzt einfach mal hoch in die Management- und Bedieneinrichtung und haben hier einen Treiber für diese zentralen Einbindungen der ganzen Steuerung. Und interessant ist erstmal, die Struktur in der MBE, in der Management- und Bedieneinrichtung, ist exakt dieselbe.
Wenn ich jetzt hier drauf gucke, habe ich hier meine Steuerung, die ist integriert. Ich habe hier Datenpunkte, da kann ich drauf gehen und jetzt hier zum Beispiel mal einen Datenpunkt Discover oder eine Datenpunktsuche machen. Jetzt haben wir hier die ganzen Datenpunkte. Jetzt sage ich einfach hier alle auswählen, ziehe die einmal rein in meine Management- und Bedieneinrichtung, bestätige das hier und habe jetzt nicht hier nur die Datenpunkte, sondern ich weiß auch genau, wo ein Fehlerfall vorliegt, wo die Kommunikation in der Steuerung nicht funktioniert und so weiter. So, und jetzt möchte ich natürlich auch mein ganzes Netzwerk gerne zentral managen. Das heißt, ich habe irgendwie 20, 200 Steuerungen unten angebunden und da müssen vielleicht auch mal Updates durchgeführt werden. Und dafür habe ich hier das zentrale Netzwerkmanagement-Tool und kann hier zum Beispiel sagen, dass ich nachschauen möchte, ob die ganze Software noch up-to-date ist. Oder, tolle Funktion, Backups durchführen. Wer kennt das nicht? Es gibt ein Problem in der Steuerung. Man hat vielleicht kein Backup durchgeführt und man möchte das Ganze zum alten Stand bringen. Das kann man hier komplett automatisieren und sagen, einmal die Woche, einmal im Monat wird ein Backup durchgeführt. Und dann kann man jederzeit zu dem Stand springen, hat das alles zentral abgelegt. Und da kann man dann einen Haken hintermachen. So, auch eine schöne Sache ist das Ausrollen von Templates. Das heißt, ein Raum, der immer wiederkehrt, da mache ich mir einfach ein Template von oder eine Vorlage. Und diese Vorlage kann ich immer wieder verwenden. Und jetzt kommt es natürlich dazu, der Raum verändert sich oder es gibt einen kleinen Fehler in dieser Vorlage. Und dann rolle ich dieses Template einfach nochmal neu aus, diese Upgrade-Template-Funktion und kann mir dadurch in der Praxis super viel Arbeit sparen. So viel zum Thema Treiber und Kommunikation. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne auf unserem YouTube-Channel die weiteren Videos sich anschauen zum Thema Emalytics oder auf unserer Homepage gibt es auch noch jede Menge Informationen. Bis zum nächsten Mal.